Hey ho Leute und willkommen zurück in der wunderbaren Welt von Mass Effect Andromeda. Ja, wir sind immer noch auf Eos, dem wunderbar hübschen Wüstenplaneten, wo wir in der letzten Folge gelandet sind und wir sollen jetzt quasi dieses Landfahrzeug, dieses Gefährt, was uns auf unserer Reise nützen soll, suchen. In irgendeinem Hangar soll es rumstehen. Wurde uns quasi angeboten, dass wir das Baby mal ein bisschen ausfahren. Ich hab auf jeden Fall Bock drauf, aber zuerst will ich meine Sniper holen. Ich glaube, ich kann die im Inventar nicht anlegen, ne? Ich glaube, aber rein theoretisch haben wir sie dabei. Also rein theoretisch sollten wir sie sogar anlegen können. Materialien. Waffen. Mods für Pistolen. Präzisionsgewehre hier. Zerlegen. Details anzeigen. Vergleich. Alles gesehen, markieren. Ich glaube, wir müssen zurück zum Schiff, um das auszurüsten, dass wir damit auch rumballern können, ne? Im Moment haben wir die Schrotflinte und das Maschinengewehr ausgerüstet. Okay, ich werde einfach mal zurück zum Schiff sprinten, weil das ist ja nur ein kleiner Katzensprung. Und dann können wir mal gucken, ob wir da... Ja, ich will zu Tempest zurückkehren. Ja, nein, eigentlich nicht. Eigentlich will ich nicht verlassen. Ich will nur meine Waffe wechseln. Wir verlassen trotzdem. Wir können ja jederzeit wieder landen, und zwar sofort. Sind im Steigflug. Wir sind im Steigflug, okay. Atmosphärenaustritt erfolgt. Man muss eigentlich gar nicht, ne? Also ich will nur die Waffe wechseln. Wir müssen jetzt nicht die Atmosphäre verlassen, ne? Also wenn ich jetzt irgendeine Cutscene triggere, ne? Das wäre jetzt assi. Ladescreen, Ladescreen. Lade, lade, Ladescreen. So, Galaxiekarte. Oh, Gil wollte, dass Sie vorbeischauen. Nein. Niemand will, dass ich vorbeigucke. Wir müssen jetzt nochmal da landen. Ja, müssen wir. Wir wollen von Bord gehen, denn wir können jetzt hier unsere Schrotflinte runternehmen, denn ich will nicht Schrotflinte, ich will schon ein Sturmgewehr behalten. Sturmgewehr ist so ein bisschen das, das Nonplus Ultra. So, aber jetzt nehmen wir die Raptor. So, hier. Haben wir denn schon einen Mod für die Raptor? Ja. Verschlussgehäuse. Geil. So, dann würde ich sagen, das passt. Auswahl bestätigen wir. So, dann landen wir nochmal. Einfach mal hoch ins All, um einfach eine Waffe zu wechseln. Ja, leite den Sinkflug ein. Ah, die ersten Werte passen, alles ruhig. Die Werte passen, alles ruhig. Das ist wirklich sehr schön, freut mich. So, und jetzt haben wir auch endlich ein Präzisionsgewehr, mit dem wir auch aus der Entfernung ein bisschen ballern können. Denn ich gebe zu, ich bin Sniperkönig. Ich sage damit nicht, dass ich gut bin, sondern dass ich damit gerne kämpfe. Sonst sage ich damit gar nichts, also wollen wir das schon mal klarstellen. So, Tempest. Tempest hat wirklich große Ähnlichkeit mit der Normandie, ne? So, jetzt sind wir hier. Das ist das Sniper, aber das fährt doch noch aus, oder? Das ist doch nicht die volle Länge. Warte mal. Avenger. Raptor. Yep, das fährt noch aus. Okay, wir haben jetzt einen Sniper. Sehr geil. Alter! Krasses Teil! Haha! Ich freue mich. So, wir sollen uns dieses Landgefährt gedönsten. Nein. Ding hoch, ne? Okay, dann wollen wir da einfach mal hinspringen. Eigentlich hätte ich jetzt oben noch ein bisschen meine Farben ändern können. Obwohl mir die Farben meines Anzugs sogar sehr gefällt. Es sieht sehr brutal aus. Also wir sehen aus wie ein Rissegerät, der draufgänger, was wir natürlich auch sind. Weil ich überlege noch, ob ich mir so einen ähnlichen Anzug wie Korra machen soll. So weiß-blau. Das hätte auch... Also nur rein theoretisch, ne? Wo müssen wir denn hin? Wo ist schon der Zimbel? Pegel Struggle, wo ist das Symbol? Da hinten ist das Symbol. Da im Hangar drin? Da im Hangar? Hier drin oder was? Hä, wie komme ich da rein in den Container? Geht's nicht auf? Hä, was soll ich hier machen bitte? Das Teil ist zu. Achso, hier. Kann ich hier was machen? Nein. Verarschen? Hallo? Kann ich hier was scannen oder so? Keine relevanten Daten, alles klar. Doch jetzt. Sonderanforderung. Geländegängiger Spährover. Ein Nomad. Sechsradantrieb. Jetpacks. Genau das, was Sie brauchen. Geil. Die Initiative hat davon nur ein paar gebaut. Das muss Clancy gemeint haben. Die Kiste benötigt einen Zugangscode von einem Aufklärungsposten. Aufklärungsposten sind Kontrollpunkte zur Notfallversorgung. Mehrere davon befinden sich zurzeit im Orbit. Ich kann einen anfordern. Suchen wir eine gute Stelle dafür.
Nicht gut. Ein Aufklärungsposten muss den Zugangscode haben. Ja, das kriegen wir nur einen anfordern. Ja, das kriegen wir hin. Wird ein Jetpack. Ich finde natürlich, dass automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Geil. Geil. Also ich finde natürlich, wenn die mir hier nicht die ganze Zeit reinlabern würden, könnte sieht mir das wirklich aus, bessere Konfrontationen führen. Sieht aus, als wären die Vorräte des Aufklärungspostens intakt. Lade den Zugangscode für die Nomad-Kiste herunter. Ja, das wäre sehr nett. Darf ich jetzt auch was sagen? Danke. Also ich finde natürlich, dass quasi die Story und so weiter ist natürlich bei dem alten Mass Effect-Trilogie um Längen besser. Das ist natürlich klar, ne? Da kann man sich nichts einreden. Aber ich finde, das Gameplay fühlt sich deutlich stimmiger an hier in der neuen Welt von Mass Effect. Deutlich geiler. Ach, jetzt haben wir das hier. Ich könnte mal rein theoretisch auch wechseln. Sehr, sehr geil. Aber das brauchen wir gerade nicht. Es tut mir leid. Unbekannt, nicht verfügbar. Trupp. Horror. Aha. Okay. Es gibt also noch drei andere später. Gesperrt. Das sieht aus. Das muss ein Kroganer sein. Der ist fett. Was das ist, weiß ich nicht. Was das ist, auch nicht. Also das muss ein Kroganer sein hier. Der ist doch fett wie Sau. Also man könnte hier quasi wechseln, die Charaktere. Die will ich aber gerade nicht, muss ganz ehrlich sagen. Jetzt haben wir das hier und jetzt können wir oder was? Durch das Aufklärungsdings haben wir jetzt das da oben freigeschaltet. Bin ich jetzt leicht abstrakt, aber ich nehme es einfach mal so hin. Aber jetzt können wir das öffnen, oder wie? Jetzt können wir den Nomad freilassen. Ja, können wir. Sehr geil. Geil. Wie geil ist das denn? Krass. Ich kann doch schön die Spuren hinterlassen. Finde ich geil. Ah. Ich hab Bock. Ja, ich will einsteigen. Hallo. Muss ich von der Seite oder was? Muss ich von der Seite. Geil. Ah! Der Nomad sollte problemlos laufen, aber prüfen Sie Vor- und Rückwärtsgang, okay? Ja, krieg ich hin. Krieg ich hin, auf jeden Fall. So, wo müssen wir jetzt hin? Das ist ja mal mega stylisch, das Teil, ne? Alter, wir können jetzt wirklich hier auf dem Planeten rumcruisen mit dem Teil. Das ist ja mega geil. Alter, Strahlung. Aha. Aber im Nomad sollten wir da rein theoretisch sicher sein, oder nicht? Ach, ich kriege keine Bodenhaftung. Es ist zu steil. Schalten Sie auf 6-Rad-Antrieb um. Dann kommen Sie sofort auf. Wie schalte ich auf 6-Rad-Antrieb um? Ich habe 6-Rad-Antrieb. Bergbockmühle ein aus. Aktuell bla 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 bla. Was ist L1? Da habe ich 6-Rad-Antrieb, oder was? Vergessen Sie die Jetpacks des Nomad nicht. Damit überwinden Sie die meisten Hindernisse. Wenn Sie mehr Saft brauchen, können die Booster Sie beschleunigen und aus der Gefahrenzone bringen. Interessant. Ich kann aber quasi umschalten zwischen 6-Rad-Antrieb und 4-Rad-Antrieb, oder wie ist das? Ich weiß nicht, bleiben wir mal auf dem Dings. Was muss ich denn jetzt machen, genau? Ich hab grad nicht zugehört. Wir müssen irgendwie da rüber, oder wie? Warte, ich kann mal kurz auf die Karte gucken. Warte kurz. Hier, Karte. Wir sollen hier hin, ne? Ein besserer Anfang. Seltsam haben wir es mit Signal untersuchen, alles klar. Fahren wir in die richtige Richtung. Finde ich sehr geil. Das ist anscheinend auch dieses Gebäude da vorne, besser gesagt, dieser Alien-Tempel, dieses Alien-Denkmal, keine Ahnung, was das ist. Was ist das denn? Hä? Greifen die uns wirklich gerade an? Greifen die uns jetzt doch gerade an? Greifen die uns jetzt doch gerade an? Ich glaube wirklich, sie könnten was gegen uns ausrichten. Achtung, Feinde! Alter, Sniper ist ja mal geil. Das war's. Ja, easy. Also, ich habe damit kein Problem. So, rein wir in den Nomad. Rampe, 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 Rampe. Einfach mal was können. Ja! Ich schalte mal auf.
Ich hab's. Das Signal kommt von dem Bauwerk da vorne. Rampe! Das ist keine Rampe, Schätze. Geil. So, hier drin haben wir wieder Strahlungsschutz quasi. Hier vorne sollen wir hin, oder wie? Stellen Sie sich nur vor, wie es gewesen sein muss, den ganzen Irrsinn auf der Nexus hinter sich zu lassen und als erste Siedler hierher zu kommen. All die Hoffnungen, die auf Ihnen ruhten. Und dann... Dieses Mal wird es anders. Ja, wir sind hier in unserem Element. Diesmal wird es auf jeden Fall anders. Diesmal wird es auf jeden Fall geil. Alien-Gerät. Es funktioniert, aber ich kriege nur zufällige Symbole rein. Glyphen. Wenn ich mehr Glyphen hätte, um meine Datenbank von Habitat 7 zu erweitern, könnte ich vollständig mit der Konsole interagieren. Und hoffentlich in Gang setzen, was auch immer der Atmosphäre hilft. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Dann führ mal eine Analyse durch. Was soll ich jetzt hier alles scannen? Was ist das denn? Hä? Eine Leitung? Das ist eine Leitung. Die führt bis da hoch. Okay, soll ich da also hoch jetzt, oder was? Okay, krieg ich hin, auf jeden Fall. Okay, kriegen wir hin, ja. Warte mal kurz. So, jetzt. Komm ich da denn überhaupt hoch? Ich denke mal schon, weil Open World und so, ne, aber... Ich komme mich da wirklich hoch. Das ist ja mega geil. Es ist rutschig. Aber der Blick ist großartig. Wer wäre so verrückt, schwere Ausrüstung darauf zu tragen? Die coolen Kids. Das finde ich so geil an dem Spiel. Es ist wirklich komplett Open World. Man kann überall hochklettern, wie man will. Man könnte quasi auf die kompletten Berge darauf. Das ist Open World. Man kann rumlaufen, wie man will. Vielleicht hier scannen. Das sollte es gewesen sein. Krass. Finde ich ja geil. Ich baue eine Verbindung auf. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten. Das System wird instabil. Lief es bei meinem Vater damals genauso? Ihr Vater hat direkt auf den Atmosphärenwandler zugegriffen, was sich als äußerst gefährlich erwies. Diese Bauten könnten das Kontrollzentrum preisgeben. Das System ist weiterhin instabil. Wenn wir die Energiezufuhr verdoppeln, könnte das den Prozess beschleunigen. Ich versuch's mal. No risk, no fun, ne? Nein! Weg da! Oder ich lege sie um! Wow, ganz ruhig. Lassen Sie dem System etwas Zeit. Ich studiere diese Technik seit Monaten. Ich weiß nicht, wie Sie die Glyphen aktiviert haben. Aber Sie müssen das Programm durchlaufen lassen. Es wird funktionieren. Glauben Sie mir. Ich weiß. Wer bin ich? Ich meine, wer Sie sind, ist klar. Ich habe das Schiff gesehen. Sie sind ein Pathfinder. Ich dachte schon, die Initiative hätte Sie erfunden, damit wir nicht die Hoffnung verlieren. Aber Sie sind real, hm? Ja, ich bin tatsächlich real. Was? Damit habe ich ja gar nicht erwartet, dass uns hier jemand umrempelt. Ihr habt doch schon gesehen, während wir auf dem Boden lagen und sie auf uns saß quasi. Gab es rechts die kleine Einblendung, dass wir sie wegstoßen hätten können? Das gibt es oftmals in mehr oder weniger brenzligen Situationen oder einfach mal so. Man hätte das machen können, aber warum hätte ich sie wegstoßen sollen? Sie ist keine Bedrohung oder so. Also, kommt mir gerade nicht so vor. Was ist mit Ihnen? Ganz sicher? Ja, wir bleiben positiv. Reißen Sie mich doch nochmal um, nur um ganz sicher zu gehen. Nein, muss ich nicht. Sie sind eindeutig körperlich und sogar ziemlich stabil gebaut. Wie das sich geil fühlt. Na, sieh mal einer an. Das System ist jetzt stabil. Ich stelle eine Verbindung her. We have problems. Oh, Mist. Was ist das denn? Ich kenne diese Dinger von Habitat 7. Später, schalten Sie sie erstmal aus. Behalten Sie den im Visier. Die machen kleine Bots. Das ist ja mal mega geil, mit den Sniper zu kämpfen, ne? Das macht gerade mega Spaß.
War easy. Nicht schlecht. Mein erstes Zusammentreffen mit den Relikten lief nicht so gut. Relikten? Diese Monolithen, die Beobachter und Assembler-Bots, das sind alles Relikte von etwas viel Größerem. Aber das ist zu lang. Lang ist schlecht. Also die Relikte. Mein Name ist als Phoebe auch besser. Phoebe, lang ist schlecht. Ich gehe einfach mal nicht näher drauf ein, ne? Oder wollen wir drüber reden, Phoebe? Von was leitet sich Phoebe ab? Was ist ihr voller Name? Und warum ist jetzt lang schlecht? Phoebe, ich will das wissen. Das beschäftigt mich jetzt auf einmal. Ach komm, Rayon, halt die Klappe. Freut mich, sie kennenzulernen. Danke für Ihre Hilfe mit diesen Dingern. Ich bin Ryder. Sie sind mir ein Rätsel. Ich studiere diese Glyphen seit Monaten. Sie kommen an und puff, gelöst. Ich habe gesehen, wie diese Tech den Himmel über Habitat 7 freigeräumt hat. Wir hoffen, dass sie das auch auf Eos tun kann. Manipulation der Atmosphäre. Könnte sein. Passt zum Modell. Die gesamte Relikt-Tech ist vernetzt. Sie haben irgendwie mit diesem Monolithen interagiert. Und jetzt pinkt er die anderen an. Wenn sie die ebenfalls aufwecken, führen sie sie mit Sicherheit zu einem Hauptschalter, der das Strahlungsproblem löst. Das käme ihnen gelegen. Also folgen wir der Spur, ja. Sind Sie sicher, dass das EOS hilft? Oder bin ich nur eine praktische Methode, um diese Monolithen online zu bringen? Das beleidigt mich jetzt ein wenig, Ryder. Aha. Okay, vielleicht. Aber wir würden beide kriegen, was wir wollen. Es ist nur ein Versuch. Schlimmer können wir diesen Planeten sowieso nicht mehr machen. Hier, nehmen Sie meine NAV-Punkte. Ich muss rausfinden, wie diese Interaktion funktioniert. Und seien Sie vorsichtig. Auf diesem Planeten gibt es alle möglichen seltsamen Dinge. Oh ja, wir haben auf dem Weg hierher schon was gesehen von diesen seltsamen Dingen. Kann ich das looten? Nein. Warum kann ich diese Roboter nicht looten? Oder diese Relikte, wie sie nennt quasi? Finde ich komisch. Aber jetzt haben wir anscheinend... Kommt Phoebe jetzt mit oder bleibt die hier stehen? Phoebe, kommst du mit? Die bleibt wirklich hier stehen, Alter. Undankbar. Aber ich kann mit ihr reden rein, theoretisch. Faszinierend, Ja. Sind Dinge wie diese auch für Sie der Grund, morgens aus dem Bett zu steigen? Nein, mein Pflichtgefühl. Unbedingt. Wir bleiben positiv und wir wollen einen guten Eindruck hinterlassen. Und das macht einen guten Eindruck. Deswegen sind wir unbedingt. Einfach so. Alien-Geheimnisse auf feindlichen Welten lüften? Da fragen Sie noch? Ha! Ein Mann nach meinem Geschmack. Folgen Sie meinen NAV-Punkten und ergründen Sie die Monolithen. Dann bekommen wir beide Antworten. Okay, jetzt können wir sie noch ein paar Sachen fragen. Aber Leute, diese Sachen werden wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge vorknüpfen. Dann werden wir mit die Phoebe hier mal lieber ein bisschen ausquetschen, mal ein bisschen hinterfragen, was sie hier macht, woher sie kommt, was es mit ihr so auf sich hat. Ja Leute, das wird das Thema der nächsten Folge sein. Und auf jeden Fall werden wir ein paar NAV-Punkte von ihr ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen. Ich würde sagen, lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da und auch ein nettes Kommentar. Ja, Kritik alles unten rein, ihr wisst, wie es läuft. Ren sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. Das wird nicht unsere Heimat. Ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Wir sind diese Kerle. Wir suchen, wie wir. Und schaffen Sie sie ins Shuttle! Gut gemacht! I'm only human after all. I'm only human. After all, don't put the blame on me.